Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Spaß mit Tiefbautechnik. Wir haben ja schon gelernt, dass Öl- und Gaslagerstätten in bestimmten geologischen Strukturen tief unten in der Erde entstehen. Und heute wollen wir mal überlegen, wie man solche geologischen Strukturen in der Erde überhaupt findet. Und dazu begeben wir uns virtuell erstmal in unser schönes Elbsandsteingebirge. Und wir wissen ja alle vom Wandern, dass ein Echo von so einer nahestehenden Struktur Hallo, hallo! Viel schneller zurückkommt als von einer weit entfernten Struktur. Hallo! Hallo! Ja, und dasselbe Prinzip, also Echo, Laufzeitmessung, benutzt man unter anderem beim Ultraschall beim Arzt. Ne, wir kennen das alle. Der Arzt setzt einem so einen Schallgeber auf den Körper und da werden Schallwellen in den Körper geschickt und die werden überall reflektiert, wo ein Widerstand ist. Und der Computer rechnet dann aus den Laufzeiten ein Bild zurück, wie zum Beispiel hier zu sehen ist. Und wenn wir Lagerstätten in der Erde suchen, gehen wir genauso vor, nur dass wir eben viel mehr Energie brauchen und viel langwelligere Signale. Und dazu brauchen wir als Schallgeber zum Beispiel so einen Vibro-Truck, wie der hier von der Bergakademie Freiberg schön zu sehen ist. Und der sendet Schallwellen in die Erde und die werden von sogenannten Geophonen wieder aufgefangen. Geophone sind Erdmikrofone, die schwingen dann mit den Erschütterungen und erzeugen elektrische Signale. Und da wir große Strukturen untersuchen wollen, haben wir meistens ganze seismische Linien ausgelegt, also viele Geophone, die durch lange Kabel verbunden sind. Aber manchmal gibt es auch solche autarken Geophone, die eine Batterie und einen GPS-Sender haben. Und ja, das funktioniert dann natürlich viel praktischer. Und auf die Art und Weise erzeugt man riesige Datensätze, die von den Geophysikern in monatelanger Arbeit ausgewertet werden. Und dann ergibt sich daraus so eine Strukturkarte des Untergrundes und da können die Geophysiker dann solche Antiklinalen erkennen, wo vielleicht eine Lagerstätte drin sein könnte. Ja, und wer das genau wissen will, der... Und wer das ganz genau wissen will, kommt zu uns nach Freiberg in die Geophysik, in die Seismikvorlesung. Wir freuen uns auf euch. Glück auf! Glück auf!